Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. So schön, dass du wieder da bist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum 100. Mal, wie auch immer. Ich möchte heute mal gerne über ein Thema mit dir sprechen, über das ich so offen schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und zwar geht es um das Thema Ernährung. Ernährung war mal eines meiner Steckenpferde auf meinem Weg, wo ich mich ganz viel mit beschäftigt hatte. Ich sage jetzt mal so vom Allesesser, was man halt so isst, üblicherweise in unserer Gesellschaft, bis hin zu nahezu 70% Rohkosternährung. Und warum die Ernährung einfach auch so wichtig und hilfreich ist, um ein freies, selbstbestimmtes und bewusstes Leben zu leben. Und ich teile wirklich nur so meine eigenen Erfahrungen hier in diesem Beitrag mit dir, will dir nichts überstülpen, lausch einfach mal in dich hinein, was sich da für dich stimmig anfühlt. Ich will ja auch nicht missionieren, sondern es sind einfach so meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und würde auch mal gern mit dir drüber sprechen, warum trotz gesunder Ernährung, also was auch immer wir unter gesund verstehen, der Körper manchmal Krankheitssymptome zeigt. Disharmonien. Ich nenne es immer lieber Disharmonien. Okay? Als ich 2004 mich auf diesen Weg gemacht habe und zum ersten Mal einen Mentor an meiner Seite hatte, wo es darum ging, mal zu erfahren, wie wir uns wirklich selbst unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Da habe ich mich zum ersten Mal mit beschäftigt im Rahmen dieses Mentorings und dann auch im Rahmen dieser Ausbildung, die ich dann auch gemacht habe, mit dem Thema Ernährung. Zum ersten Mal mit beschäftigt, was überhaupt in unseren Produkten drin ist an Inhaltsstoffen, was wir so üblicherweise im Supermarkt kaufen. Und ich mag gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Um es mal so auf den Punkt zu bringen, wenn wir im Supermarkt mal alles verbannen würden, was nichts mit, ja, ich sage jetzt mal Lebensmitteln, also wirklich Mittel zum Leben zu tun hat, dann würde vielleicht noch so 20% übrig bleiben. Da würde die Frisch Obst- und Gemüsetheke erhalten bleiben. Da würde noch die Tiefkühltheke wohl erhalten bleiben mit gefrorenem Obst und Gemüse. Und ja, so die Kosmetik bzw. die Toiletten, Badezimmerartikel, Toilettenpapier und ja, solche Dinge halt einfach. So haushaltswarentechnisch Dinge. Aber alles andere würde weitestgehend aus dem Supermarkt verbannt werden. Weil aus produktionstechnischen Gründen und aus Haltbarkeitsgründen müssen dann natürlich viele Dinge, Stoffe verarbeitet werden, damit das überhaupt funktioniert, wie es gerade funktionieren soll. Und die aber natürlich nicht zuträglich für den Körper sind. Und das mal ganz abgesehen noch von Geschmacksverstärkern und Zusatzstoffen, die bewusst reingemacht werden, die aber, wie sage ich das jetzt, die da wirklich nicht reingehören und die schon gar nicht in unseren Körper gehören. Um es mal so in einem Satz auszudrücken. Die aber letzten Endes ganz viel Einfluss auf unser Bewusstsein haben. Und das hat bei mir letzten Endes, das war so ein Augenöffner für mich,
wo ich nicht von heute auf morgen, aber meine Ernährung umgestellt habe. Das fing damit an, dass ich erstmal so in der Küche geguckt habe, was steht da an Gewürzen rum, was steht da an Geschmacksverstärkern rum, was steht da an Fertigprodukten, wo viele Dinge drin sind, die meinem Körper nicht gut tun, und habe dann so nach und nach das einfach mal aus der Küche verbannt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das nicht weggeworfen. Teilweise ein paar kleine Dinge habe ich schon entsorgt, aber im Großen habe ich es einfach aufgebraucht noch, weil wegwerfen. Jetzt würde ich sagen, mein Körper ist ja kein Mülleimer, jetzt würde ich es wirklich wegwerfen. Aber damals so, da haben so ein paar finanzielle Aspekte, so Mangelaspekte auch noch mit einer Rolle gespielt, wo ich mir gesagt habe, nee, wegwerfen tue ich es nicht, aufgebraucht und dann aber nicht mehr nachkaufen, ja. Und so habe ich nach und nach meine Ernährung umgestellt, vom Allesesser. Und damals habe ich mich auch dahingehend mit der Ernährung beschäftigt oder überhaupt so mit Naturgesetzen, dass ja alles eine große Energie ist, alles ist mit allem verbunden und auch Tiere sind einfach unsere Seelengefährten. Und es ist in unserer Kultur ja üblich, zwischen Haustieren und Nutztieren zu unterscheiden. Für mich hat das aber dann irgendwie auch aus ethischen Gründen nicht mehr gepasst. Und auch aus energetischen Gründen, weil mir ist so bewusst geworden, dass wir ja energetische Wesen sind, Energiewesen. Und je mehr ich in meinem Körper dafür sorge, frische Energie zuzuführen, umso besser geht es mir, umso bewusster bin ich auch. Es war für mich so eines der Gründe, neben Fertigprodukten zu schauen, dass ich keine tote Energie in Form von Tieren einfach zu mir nehme. Und mich dann natürlich auch mit beschäftigt, wie kann ich da auch die Dinge, die Nährstoffe, die ich gegebenenfalls mit dieser toten Energie Fleisch, so nenne ich es jetzt mal, zu mir nehme, wie kann ich die auf andere Art und Weise zu mir nehmen, um meinen Körper einfach zu nähren, um meine Zellen zu nähren. Genau. Und das fing dann so an mit dem Übergang in vegetarische Ernährung, dann vegane Ernährung und dann auch Rohkost habe ich wirklich eine ganze Weile durchgezogen. Nahezu bis zu 70% wirklich rohköstlich ernährt. Mir ging es da auch körperlich wesentlich besser. Und habe einfach gemerkt, was so die übliche Ernährung mit uns, mit unseren Körpern macht, wie sie auf gewisse Art und Weise, ich spreche jetzt von mir, mein Bewusstsein getrübt hat, mein Bewusstsein getrübt hat. Habe ich insbesondere so gemerkt, auch in Meditationen, ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel etwas zu mir genommen hatte, sei es nur eine Süßstofftablette im Tee, was ich damals gerne gemacht habe, so aus Kaloriensparmaßnahmen, wie ich in der Meditation in diesem anderen Zustand, in dem ruhigen Zustand, in dem ja, sogenannten Alpha-Zustand gemerkt habe, was das mit meinem Körper macht, was Süßstoff mit meinem Körper macht. Und also inzwischen ist es so, als wir dann angefangen haben zu reisen, mehr unterwegs zu sein, dann ja, inzwischen sehe ich das nicht mehr so eng. Wenn ich vegane Ernährung irgendwo unterwegs zu mir nehmen kann, da gibt es ja verschiedene Länder, es ist wirklich Schlaraffenland. Dann nutze ich das gerne, aber ansonsten habe ich mich inzwischen da auch mit vegetarischer Küche angefreundet, was seit 2004 gar nicht mehr geht für mich, also für mich ein No-Go ist, tote Energie in Form von Tieren einfach zu mir zu nehmen. Und schaue auch immer, dass meine Ernährung einen relativ hohen, an 70% komme ich nicht mehr ran, aber einen relativ hohen Anteil an frischen Zutaten hat. Also mein
Ernährungsplan, wenn man von Plan sprechen kann. Ich frage meinen Körper, was möchtest du essen? Was braucht's? Da ist immer ein recht hoher Rohkostanteil, sowohl an Obst und als auch Gemüse mit drin. Und gerade im Obst war auch eines meiner Wünsche, sonnengereiftes Obst zu mir zu nehmen und nicht im Markt Dinge zu kaufen, die, ja, ich sag mal, halb roh geerntet wurden und dann auf dem Weg irgendwo hin nachreifen. Da können natürlich nicht die Nährstoffe drin sein, wie sie üblicherweise drin sind, wenn ich Obst einfach, ja, reif ernte. Als wir noch fest im Saarland gewohnt hatten, hatte ich auch einen Kräutergarten, war auch jeden Tag wildkräutermäßig am Sammeln unterwegs, von Frühjahr bis in den Winter, bis in den Herbst, bis in den, ja, Spätherbst. Habe mich auch da viel mit beschäftigt, mit Wildkräutern und ja, und habe einfach gemerkt, wie viel das mit uns macht. Und wie wichtig das auch einfach ist, wenn wir uns auf den Weg machen zu uns selbst, wenn wir wirklich mal das Tor zu unserer Seele nochmal öffnen, was, ich würde mal fast sagen, jeder von uns irgendwann, warum auch immer und wann auch immer verschlossen hat. Das sehe ich immer, wenn ich mit Menschen mit 8 Symbolen die Sprache des Unbewussten, die Sprache der Seele deute. Da ist zum großen Teil, zu 90%, die Tür zu dem Herzen, zu der Seele, zu der eigenen Seelenessenz irgendwann geschlossen worden. Unbewusst natürlich, macht niemand von uns bewusst. Und wenn ich mich dann auf diesen anderen Weg begebe, und das war für mich und ist bis heute für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zu schauen, was esse ich? Was stecke ich in den Mund? Was gebe ich meinem Körper? Das heißt nicht, dass ich auch mal ein Stück Torte irgendwo esse oder ein Stück Schokolade oder mal ein Eis irgendwo, sondern alles sehr bewusst und kaufe auch im Markt bewusst ein. Also schau schon, welche Inhaltsstoffe drin sind. Nicht mehr so akribisch wie die erste Zeit, weil im Laufe der Zeit kriegt man auch ein Gespür dafür. Ja. Wo Dinge drin sind, die man einfach nicht möchte und was man halt auch einfach so, ja, ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht dann auch irgendwo noch verantworten kann, aber ansonsten schaue ich einfach da bis heute noch relativ viel drauf, was ich meinem Körper gebe, um einfach ein gewisses Energielevel zu halten, weil da wir alle Energiewesen sind und unser Körper wie so ein Anzug ist, in dem die Seele wohnt, ist es natürlich sehr hilfreich, da auch drauf zu achten, wenn ich bewusst, gesund und frei und auch selbstbestimmt leben möchte. Und warum schickt die Seele dann dennoch oder warum zeigt der Körper, ich formuliere es so, weil ich das eingangs ja auch erwähnt habe, dann dennoch mal Signale auf unterschiedliche Art und Weise, wo du dich vielleicht wunderst, Mensch, ich schaue doch schon, dass ich mich so gesund ernähre. Ich ernähre mich doch schon überwiegend biologisch und mit frischen Nahrungsmitteln und, und. Und das kenne ich nur zu gut von mir auch. Deshalb teile ich es hier mit dir. Ganz einfach, weil unsere Seele über die leise Sprache von Gefühlen mit uns kommuniziert. Haben wir nie gelernt, hat uns nie jemand beigebracht. Wie beispielsweise bei den Aborigines. Den bringt man so im Alter von etwa 18 Monaten schon bei, wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt. Sie kommuniziert mit dir über die leise Sprache der Seele, der Gefühle. Wenn dein Gefühl aufkommt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen und diese leise Botschaft zu erkennen, zu entschlüsseln und deiner Seele und deinem Herzen auch zu folgen.
Wir sind eher dazu konditioniert, das überhaupt nicht wahrzunehmen, Gefühle zu unterdrücken. Im Grunde genommen sind wir auf gewisse Art und Weise im Laufe der Jahre konditioniert worden, Gefühle zu unterdrücken. Und je mehr wir aber diese leise Sprache von unserer Seele, von unserem Herzen missachten, umso kreativer wird die Seele, um es jetzt mal so auszudrücken, und nimmt irgendwann den Körper zu Hilfe. Es gibt so ein schönes Sprichwort, vielleicht hast du das ja schon mal gehört. Geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Auf mich hört er, damit ist der Mensch gemeint, nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben. Die Seele kommuniziert also irgendwann über den Körper mit uns in Form von Disharmonien, sprich, man kann es auch Krankheitssymptome nennen. Und das sind alles Hinweise aus dem universellen Feld von deiner Seele. Man kann jedem körperlichen Signal auch eine seelische Ursache zuordnen. Es sind immer alles Hinweise, hey, bitte, bitte, öffne die Tür zu deinem wahren Kern mal wieder, zu deiner Seelenessenz, erkenne mal wirklich deine Mission, warum du hier bist, und beginne mal die Dinge zu machen, die deiner Seelenessenz entsprechen. Folge mal dem Ruf deiner Seele und hör auf, Dinge zu machen, ich sag jetzt mal des Geldes wegen oder weil halt alle irgendeinen Job machen, weil das halt so in der Gesellschaft noch üblich ist, eine Ausbildung zu machen, der Ausbildung wegen oder ein Studium zu machen, des Studierens willens, damit man irgendwas in der Hand hat und dann einfach zu gucken, mit was kann ich mich mein Leben lang arrangieren. Und das ist der Grund, warum die Seele über den Körper dann zu nahezu 90% oder 100% immer mehr Botschaften über den Körper schickt, um dich, um den Menschen, um die Person darauf aufmerksam zu machen, hey, du bist auf dem Holzweg unterwegs. Du lebst nicht deine wahre Seelenessenz. Du lebst nicht den wahren Grund deines Daseins hier. Weil wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann hast du wahrscheinlich schon länger das Gefühl, dass irgendwo noch mehr möglich in deinem Leben sein muss, als das, was du bis eben lebst. Das hat ja seinen Grund. Das ist ja so eine innere Instanz in dir, die dir dieses Gefühl schickt. Und dem gilt es zu folgen. Und da ist es natürlich auch absolut hilfreich, unterstützend aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass man natürlich auch schaut, dass man seinen Körper gut nährt, weil wir nun mal Energiewesen sind, und je mehr ich dafür sorge, neben Bewegung und ein bisschen Sport und was auch immer einem da auch Freude und Spaß macht, wirklich auch zu schauen, mit was nähre ich meinen Körper, möglicherweise auch mit Nahrungsergänzung, whatever, in einer guten Qualität. Und da sind wir auch wieder beim Geld. So gesehen geht es ums Geld und es geht doch nicht ums Geld. Um meinem Körper wirklich immer so das Allerbeste zu gönnen. Wenn ich einfach nur, das war früher eines meiner Wünsche, wirklich nur gute Qualität kaufen zu können, auch im Biomarkt kaufen zu können und nicht einfach nur irgendwo um die Ecke irgendwelche Billigprodukte kaufen zu können, um das als Füllstoff in meinen Körper zu stecken, wie die Hopi-Indianer, man das glaube ich, die mal gesagt haben, es wird eine Zeit geben, wo die Menschen vor vollen Tellern verhungern. Das habe ich damals nicht verstanden, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Rückblickend, ja, weil viele Dinge, die wir einfach in uns rein aufnehmen, sind wirklich Füllstoffe, die uns zwar sättigen, aber nicht nähren. Und so gehört zu einem freien, selbstbestimmten Leben, was der eigenen Seelenessenz entspricht, in meiner Welt immer alles zusammen. Der gesundheitliche Bereich im Hinblick auf den Körper, der berufliche Bereich im Hinblick darauf, was ich tagsüber mache, mit was ich meine Zeit verbringe, auch mit wem ich meine Zeit verbringe und auch die Dinge mache, die wirklich dem Grund meines wahren Daseins hier, meiner Seelenessenz entsprechen.
Und natürlich auch im privaten Bereich, also im Hinblick auf die Familie, im Hinblick auf die Partnerschaft oder die Ehe oder die Familie, grundsätzlich das Umfeld. Das greift alles immer ineinander, weil selbst wenn ich einen Beruf habe, was absolut meiner Essenz entspricht, aber bin privat total unglücklich, dann wird das unweigerlich auch dazu führen, dass das beruflich dann, weil mir da so viel Energie geraubt wird, dass das beruflich auch nicht mehr so rund läuft. Und auch da wird die Seele Botschaften dann irgendwann auf der körperlichen Ebene schicken. Und im privaten Bereich ist es genauso, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, Familie, alles wunderbar toll, aber beruflich Dinge machen, die mir mehr Energie rauben, als sie mir schenken, wird auch das unweigerlich sich in den privaten Bereich auswirken. Und natürlich auch im gesundheitlichen Bereich. Das sind alles so die Dinge, die wir natürlich im internen Bereich in der Akademie ganz im Detail auch angehen, durchleuchten. Jetzt nicht akribisch, also wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Ernährung in dem Sinne, aber diese Aspekte, die fließen da in allen Bereichen mit rein, sodass Mann, Frau dann wirklich die eigene Seelenessenz erkennt, genau weiß, wie kann ich dem Ruf meiner Seele folgen, wie kann ich meinen Seelenberuf daraus erschaffen, wie kann ich mir auch erlauben, die Geldenergie in mein Leben fließen zu lassen, sodass das wirklich eine runde Sache ist und ich in dem freien Leben ankomme, von dem ich für mich, für meine Liebsten, für meine Familie, für all die Menschen, die ich gerne im Boot hätte, schon so lange träume. Also das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auf meinem Weg in das freie Leben, was wir jetzt hier inzwischen führen mit der gesamten Familie und ja, von dem du möglicherweise oder wahrscheinlich eben auch träumst. Das wollte ich mal mit dir teilen, wie so diese Zusammenhänge sind aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Und ja, wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir gerne eine PN. Oder schau irgendwo in der Nähe von dem Video, findest du auch einen Link, wo du dir auch noch mehr Informationen gerne holen kannst. Und dann lass uns da gerne mal unter vier Augen auch sprechen, wie der Weg auch für dich sein kann in dein freies Leben. In diesem Sinne, danke für dein Sein und bitte wisse, es ist viel, viel mehr für dich möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Du bist auch hierher gekommen mit einer einzigartigen Botschaft. Es hat einen tiefen Grund, warum du da bist. Du hast einen eigenen Seelenplan mitgebracht. Du hast ganz viel Potenzial, ganz viele Gaben und Stärken. Du bist wahrscheinlich auch ganz vielseitig interessiert, hast dir möglicherweise auch schon viele Dinge angeeignet, an Wissen und. Und wie wäre es, wenn es jetzt auch mal darum gehen darf, dass du mal so richtig die Tür zu deinem wahren Kern öffnest und dich voll und ganz auf deinen eigenen Herzens- und Lebensweg begibst. Und da bin ich sehr gerne an deiner Seite und definitiv auch die richtige Mentorin an deiner Seite. Also, bis ganz bald. Ciao, ciao.